Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autofurie. Wir haben heute ein großes Problem. Alle meine schönen Plätzchen in München sind belegt, besetzt oder irgendwie obstruiert. Heute geht es um den Voya Free. Das heißt, wir werden heute einmal kurz drum herum gehen. Ich werde euch jetzt zum Intro ein paar Dinge sagen, aber primär werden wir fahren, denn hier ist es einfach nicht so hübsch. Der Voya Free, das muss man sich ungefähr so vorstellen wie die Verhältnisse Toyota zu Lexus oder Hyundai zu Genesis. Das heißt, es ist die Premium-Marke von Dongfeng, die jetzt bei uns im DACH-Bereich über Noyo Mobility vertrieben wird. Die Auswahl bei dem Fahrzeug ist relativ simpel. Er sieht immer so aus, es sei denn, man wählt die All-Black-Line. Dann ist auch alles schwarz, auch innen. Und hier haben wir eine der sehr schönen grünen Farben. Finde ich, steht dem Wagen richtig gut. Was den einen oder anderen vielleicht interessieren wird, es sind immer LED-Scheinwerfer und nachts bzw. entsprechender Beleuchtung leuchtet dann auch hier die Strebe einmal in der Mitte, sowie das Logo selber. Der Grill hat auch wieder so ein bisschen was Maseratiges, aber ich finde, er steht insgesamt für sich selber. Auf den Bildern wirkt er insgesamt sehr groß. Er ist aber, finde ich, gar nicht so groß, also optisch gesehen. Er wirkt dann etwas kleiner, je nach Lackierung wohlgemerkt. Bei den Felgen sieht es auch so aus, sie sind immer dieselben, auch in dieser Größe. Das heißt 20 Zoll mit den E-Primacy-Reifen von Michelin. Da kommen wir gleich zu, habe ich so kleine Kritikpunkte, das liegt wohl wieder am Reifen selber. Und in der All Black wäre dann beispielsweise auch diese Linie komplett schwarz, auch der Voya-Schriftzug hier schwarz. Da wird geladen, dazu später mehr. Das ist vielleicht insgesamt der große Knackpunkt an diesem Fahrzeug. Und dann gehen wir ans Heck über. Auch hier nochmal schwarz rundumlaufend, einmal komplett. Sehr praktisch. Hier der Knopf zum Öffnen. Und dahinter verbirgt sich dann neben extra Wasser für heute einiges an Raum. Hier haben wir jetzt gar nicht mehr die schön ausgestellte gesteppte Variante, sondern so eine klassische Stoff. Und die gesteppte, Mann, die ist richtig schön. Da würde sich Finn richtig drüber freuen und wahrscheinlich sogar lieber im Kofferraum Platz nehmen. Nicht vergessen möchte ich an dieser Stelle auch den Frunk. Das heißt mit zwei Haubenliften, praktisch. Ich muss allerdings innen zweimal ziehen, denn der ist riesig. Riesig meint, hier drunter versteckt sich Raum von 72 Liter. Und dann hier auch eine kleine Ablage, hier wirklich groß. Da ist scheinbar auch eine Beleuchtung mit drin. Und da kann man schon mehr als nur ein Kabel verstecken. Kurzer Blick in den Fond von den Materialien zum Beispiel. Hier war ich hier ein holzähnliches Dekor, würde ich es mal nennen. Und dann hier komplett beledert, weich, alles weich. Und da unten geht auch gut was rein. Dann wäre der Fahrersitz jetzt auf meine Fahrerposition von 1,80 Meter eingestellt. Und damit hat man hier hinten wirklich gut Platz. Auch das Panoramaglasdach fix. Ist immer serienmäßig mit dabei, hat aber einen sehr schönen Kniff auf Lager. Dazu kommen wir auch gleich beim Fahren. Und hier hinten würde ich sagen, findet man zu dritt gut Platz. Blicken wir schon einmal kurz aufs Kombi-Instrument. Das hat nämlich 1, 2, 3 Bildschirme. Die rechten zwei sieht man jetzt im Moment nicht, aber die sind auch interchangeable. Das heißt beispielsweise, der Content aus der Mitte mit der Navigation kann auch auf die linke Seite geswiped werden. Das Videoabspielgerät auf der ganz rechten Seite kann dann aber nicht in die Mitte geswiped werden. Das bleibt ganz klar beim Beifahrer. Ansonsten hier innen sehr aufgeräumt, sehr premiumhaft hier mit der braunen Variante. Es gibt auch noch eine Weinrot-Variante oder eine All-Black-Variante beispielsweise. Und hier oben, das finde ich ganz praktisch für Familien. Das ist statt Kinderspiegel eine Kinderkamera, die ungefähr ab hier reinschaut und auch wirklich viel sieht. Das hier in der Mitte ist dann die Selfie-Kamera sowie die Fahrerüberwachungskamera, die dann auch genau schaut, was man tut. Das heißt, die ermahnt einen auch beim Handyspielen. Und dann starte ich ihn mal direkt. Zum Verbrauch kann ich direkt was sagen. Diese 18,8 waren jetzt mit kurzer Autobahn. 15 braucht er ungefähr in der Stadt. Und dann haben wir hier diese drei Displays, die auch hier von der Seite nochmal Shortcuts haben. Und hier aufgrund des Internationalen natürlich einen Moment auf Englisch sind. Wir haben auch hier im Air Conditioner die Fragrance, also die Bedüftung, die ich abgestellt habe. Ich kriege da immer Kopfschmerzen. Und ansonsten eigentlich relativ übersichtlich. Das könnten wir uns vielleicht kurz anschauen. Das heißt, man sieht, also man sieht die Kinder definitiv ohne Probleme. Dann können wir auch die Kamera anwählen.
die filmt dann hier und dann kann man hier so ein paar Bilder machen. Ist natürlich nicht super hochauflösend, aber für ein paar Spaßfunktionen sollte es auf jeden Fall reichen. Das hier ist das Coole, das heißt, das Panoramaglas lässt sich in 10 Stufen dimmen. Ich habe es jetzt ganz bewusst die ganze Zeit offen gelassen, sodass es ein bisschen reinscheint, aber auch bei voller Sonneneinstrahlung natürlich mit leichter Klima überhaupt kein Thema. Das heißt, da wird nichts warm und gleich machen wir sie dann auch mal zu. Hier sind ein paar übersichtliche Geschichten, also wir können auch hier sagen, ne. Möchte nur so weit laden, nur so weit laden. Ambient Lighting mit über 100 Farben, also nicht die klassischen 64. Und hier noch so ein paar kleine Einstellungen. Also da gehen wir jetzt einfach nur kurz, fliegen einmal nur kurz durch. Was ich zeigen möchte, ist, wenn man auf den Sportmodus geht. Gibt es auch eine leicht sportlichere Ansicht. Das heißt, das Display fährt komplett runter. Man kann es aber auch mit einem Knopfdruck wieder hochfahren, wenn man das nicht möchte. Kurzer Blick hier auf die Seite, ist ein bisschen anders aufgebaut und auch da kann man die entsprechende Kamera anordnen. Hier den Direktzugriff für den Fahrer, kühlen, heizen, Massage, alles mit dabei, sowie auch entsprechende Navigation, die wir jetzt aber heute mal nicht angreifen werden. Und hier in der Mitte, das ist eine induktive Ladeschale. Hier, gute Frage, könnte ein Touchpad, also, so, Moment, rauf, runter, verändert die Lautstärke, links, rechts, macht nichts. Ich nehme mal an, vor und zurück. Also, kleine Steuerungsmöglichkeit, hier zwei Becherhalter, dann gehen wir hier einmal hoch, ein Putztuch und eine große Ablage und hier unten auch nochmal eine große Ablage mit auch Lademöglichkeit. Ich glaube, so richtig effektiv sieht man es auf der Kamera nicht mit der Dimmung. Sie ist aber da, wird dann vor allem so milchig und jetzt kommt wirklich nichts mehr rein, auch kein Licht. Und so fahren wir vielleicht nachher auch mal. Aber ich kann schon mal bestätigen, es wurde nicht warm hier drin. Zu den Fakten, was haben wir hier eigentlich? Klar, Elektroantrieb. Das heißt 360 kW und 720 Newtonmeter Systemleistung. Vorne 160 kW, hinten 200 kW, die in Komfort schon diesen typischen Gedung. Allerdings leicht verzögert von dem, was ich im Pedal gebe. Machen wir gleich in Performance nochmal andersrum. Und dann steckt da ein 106, fast 107 Kilowattstunden Lithium-Ionen-Akku dran, der schlussendlich der Knackpunkt ist. Das heißt, auf dem Papier schafft das Ganze zwar 500 Kilometer laut WLTP. Und ich mir den Verbrauch jetzt so anschaue, vielleicht sogar ein bisschen mehr in Realität, weil offiziell ist er angegeben mit 20 Kilowattstunden und die habe ich jetzt bisher noch nicht erreicht, obwohl ich schon auf der Autobahn war. Gehen wir direkt passen mal in Performance. So, und ich glaube auch außen fährt er sich ein bisschen runter. Und das ist natürlich schön. Ich habe jetzt hier nur noch die Geschwindigkeit. Wow! Okay. Da komme ich auch schon gleich zu dem Punkt, der mich ein bisschen stört mit den Reifen. Da merkt man nämlich, die sind einfach nichts für diese Leistung. Es sind einfach Öko-Reifen, die selbst wenn ich bei 90 noch mal kurz rangehe, einfach nur durchschrabbeln. Und ja, dieser Akku kann geladen werden mit AC 11 kW, was schon mal ganz gut ist. Und DC leider nur bis 100 kW. Ich habe extra mal nachgefragt und man hat das Ganze nach China weitergegeben, das insbesondere für Europa da ein bisschen mehr gefordert ist. Und ich finde, das ist eigentlich auch im initialen Eindruck der größte und meines Erachtens einzige Knackpunkt, wenn man sich selber auch mit Mercedes, Audi und BMW vergleichen möchte. Denn alles andere fühlt sich hier relativ premium-esk an und teilweise sogar besser, weil eben auch die deutschen Hersteller nur mit ihren Plastikscreens nur noch arbeiten und dadurch das Interieur nicht mehr die Qualität hat wie vor 10, 15 Jahren. Dementsprechend, ja, wir haben hier zum Beispiel einen Plastik- oder Kunststoff-Schaltknauf, aber der Rest packt sich alles gut an. Insbesondere alles, was braun ist, ist weich. Und das finde ich schon mal gut. Was man vielleicht auch ein bisschen rausstellen sollte, mit 2,3 Tonnen ist er, ja, kein Leichtgewicht, aber leichter als die Konkurrenz, mit denen er sich gerne vergleichen möchte. Und das ist doch etwas, das könnte man auch schon wieder rausnehmen. Also gute 200 Kilogramm leichter, ist auch schon eine Ansage. Zudem, ich finde den Frunk, auch wenn ich den Frunk nie wirklich benutze, immens groß, sehr praktisch. Zudem, 2 Tonnen Anhängelast ist auch selten. Also, er bringt schon eigentlich alles mit, was er mitbringen sollte. Es gibt noch keinen offiziellen Preis für Deutschland, aber peilt mal so 76.000 Euro an. Für
volle Hütte. Das heißt, auch Assistenz ist alles mit dabei, inklusive Nachtsichtassistent, den wir jetzt heute nicht austesten können. Die Assistenz per se funktioniert okay, ganz gut. Nur von 1 km auf 0 ist es noch ein bisschen ruppig. Also gerade der Stauassistent könnte noch ein leichtes Update vertragen. Und der passive Spurhalteassistent ist wie bei den Chinesen übrigens etwas nervig, aber nicht so nervig, wie sie allgemein sind. Also er geht schon relativ früh und sagt, geht nochmal ein bisschen zurück und vibriert und so weiter. Aber da gibt es wirklich Systeme, die deutlich auch im europäischen Markt deutlich aggressiver und deutlich früher angreifen. Von dem her finde ich, das ist schon ein guter Schritt. Und das sind auch nur kleine Dinge, die mich da irgendwie noch stören. Was mich persönlich mehr stört, und das geht wieder auf diese E-Premacy-Reifen von Michelin zurück, die sind einfach zu wenig für diese Leistung. Also wenn ich jetzt nur in Eco rumfahren würde und nur in der Stadt, geschenkt, sei es drum. Aber ich habe schon hier gemerkt, ich habe vorher so ein bisschen, und das Fahrwerk ist sehr komfortabel weich. Da wäre vielleicht auch, schauen wir mal, ob in Performance ein bisschen straffer wird. Denn in Komfort ist das wirklich schon, na, ist immer noch ein bisschen weich. Und ihr hört's, die Reifen kommen schon bei dieser Geschwindigkeit nicht so ganz nur mit der leichten Lenkeingabe klar. Und das ist übrigens der Spurhalteassistent, den du jetzt halt piepst. So, das heißt, ich bremse hier runter, gehe so ein bisschen rüber, erstmal untersteuern. So, und wenn ich das Gaspedal nur halb durchtrete, dann geht's, weil er eben dann auch mit den Systemen so ein bisschen regelt. Aber nur ein schnelles Ausweichmanöver. Also, meine Empfehlung, gescheite Reifen drauf und dann sollte das schon mal ein bisschen besser laufen. Dann wird der Voya Free in der Schweiz, also da, wo er im Moment auch herkommt, und dann auch später bei uns in Deutschland, über die Noyo Mobility vertrieben. Die hat sich mehr oder weniger das Ganze gesichert und vertreibt das Ganze exklusiv, aber auch, wie es dem Preissegment gerecht wird. Das heißt 24/7 Pannenhilfe zum Beispiel, Rundum-Service, also man muss sich, zumindest ist so die Aussage, um nichts weiter kümmern. Das heißt, es gibt auch einen Hol- und Bring-Service, sollte mal was sein. Und bei kleinen Defekten wird wohl sogar jemand rausgeschickt zu einem. Und ja, es ist natürlich im Moment noch nicht ganz klar, welche Vertriebspartner in Deutschland da der Fall sind, aber in der Schweiz ist man da schon ziemlich gut aufgestellt. Der initiale Eindruck ist positiv, durchaus positiv. Das Einzige, was mich jetzt stören würde, ist der Kunststoff-Schaltknauf. Das wäre aber etwas, das könnte man im Modelljahreswechsel auch relativ schnell wechseln, theoretisch. Das mit den Bildschirmen ist natürlich eine große Spielerei. Jetzt zum Beispiel in Performance wäre es mir sogar zu wenig Bildschirm, weil es einfach zu flach ist. Und ich habe das Gefühl, da hätte man ein bisschen was sparen können am Raum. Aber das scheint auch wirklich alles sehr schnell, okay, jetzt natürlich, wenn aufgeht, nicht. Aber das reagiert auch relativ flüssig und zackig, so wie es schlussendlich auch sein sollte. Also Filme werde ich jetzt nicht gucken, das lassen wir mal. Aber ich finde, alles fühlt sich premiummäßig an. Wir haben Sitzbelüftung, die wirklich gut, die mir schon zu kalt geworden ist. Und gerade das Panoramaglasdach, ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt habe. Ob ich jetzt zu, jetzt müsste es aber off sein. Jetzt ist es zu. Das ist etwas, das mich bei festen Glasdächern immer stört. Dass man sagt, ja, man ist doch ganz toll, ist doch ganz schön. Ja, es ist vor allem extrem heiß, weil man nicht daran denkt, dass man entweder die Klimaanlage entsprechend konditionieren muss, dass sie das abfangen kann, oder das Glas auch wirklich dicht macht. Und ja, es sind jetzt nur 25 Grad, aber wenn man draußen steht, es wird schon schnell warm. Das hält echt gut durch. Und als Ausstattung blende ich euch einfach mal eine Übersicht ein. Es ist alles einfach drin. Also es gibt keine große Auswahlmöglichkeit, außer außen die Lackierung und innen die Farben. Wobei man das schwarze Interieur auch nur mit der schwarzen Außen der Blackline bekommen kann. Und dann ist eben alles schwarz. Also so alles schwarz-schwarz, wer das möchte. Dann geht er aber auch wirklich unter. Ich finde in der grünen Farbe hier ganz schön. Vielleicht möchte ich das eigentlich das weinrote Interieur mal sehen, wie das so aussieht. Kann ich mir eigentlich in der Kombination dieser Luxusvariante hier auch ganz nett vorstellen. Verbrauch hatte ich schon gesagt, rund 15 in der Stadt. Finde ich für so ein schweres Auto, insbesondere durch dieses Anfahren, Stoppen, okay. Könnte natürlich noch besser sein. Da gibt es auch in diesem Preisgefüge welche, die besser sind. Aber dann raus auf die Landstraße, mit sportlich fahren, mit Autobahn bis 120 km/h, nur auf 18 hochzugehen, ist dann auch wieder eine Ansage, weil da gibt es auch Kleinwagen, die mehr brauchen. Ich bin positiv überrascht. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist das etwas
zu komfortable Fahrwerk, was, wenn man nur so geradeaus fährt, wirklich wunderbar ist. Also für kurze Trips oder in der Stadt war es mega komfortabel. Aber sobald man eben diese Performance, die ich bei 360 kW dann eben auch mal auskosten möchte, abgreift, ich weiß nicht, ob es dann nur die Reifen tun. Also da ist das Fahrwerk. Und das wäre ja jetzt etwas update-mäßig zu sagen, okay, bevor das in den deutschen Markt kommt, weil wir wissen, die deutschen Kunden sind ein bisschen aggressiver hinterm Lenkrad, machen wir da nochmal im Performance-Setting ein bisschen was, dass es ein bisschen straffer wäre. Ist ja beim Luftfahrwerk jetzt nicht allzu schwierig. Die große Frage, die man sich als potenzieller Kunde einfach nur stellen werden muss, ist, komme ich mit der relativ langen DC-Ladepause klar? Denn auch wenn man gesagt hat, okay, das ist für künftige Modelle wichtig, das wird zumindest mal im ersten Jahr definitiv nicht als Update irgendwie machbar sein, zu sagen, okay, wir liefern dafür den europäischen Markt noch mal ein bisschen mehr. Und ich finde, das ist eigentlich der einzige große Knackpunkt gegen einen Genesis, gegen einen Mercedes, gegen einen Audi, gegen einen BMW. Denn die stehen alle kürzer an der DC-Ladesäule. Aber wenn das jetzt mit dem Verbrauch wirklich hinkommt, dann schafft er vielleicht sogar über 500 Kilometer. Kann natürlich auch sein, dass irgendwo plötzlich, also ich konnte jetzt nur 120 fahren, plötzlich oberhalb von 130 der Verbrauch zuschlägt, weil er da nicht mehr optimiert ist. Das kann natürlich auch sein. Kann ich aber heute nicht nachvollziehen, weil es einfach zu voll ist. Aber ich glaube, das wäre der einzige Knackpunkt. Weil wenn gerade das Thema Full Service stimmt und Preis-Leistung, finde ich, qualitativ, also packt sich alles gut an. Man kann alles einstellen, wie man möchte. Man kann auch die Assistenz komplett abstellen, wenn man es nervt. Klar, die Selfie-Kamera, wenn es einen stört, wird man abkleben müssen. Aber gerade die Kinderkamera finde ich auch ein nettes Extra, anstatt beispielsweise dem Spiegel, den es in etwas älteren MPV-Modellen gibt. Dann haben wir jetzt hier nur eine sehr verkürzte Probefahrt. Sollte aber da großes Interesse sein, da nochmal was nachzulegen, gerne einfach mal Bescheid sagen. Vielleicht können wir da was nachlegen. Ich probiere im Moment auch mal gerade die Navigation aus. Und hier haben wir natürlich noch verschiedene Screens, genau, den Luftdruck und die Reifentemperatur anzeigen lassen. Aber irgendwo war doch auch ein großer, hier, große Navi-Anzeige. Und dann probieren wir jetzt mal die Assistenz aus, ein wenig abzüglich der Nachtsichtassistent. Stauassistent hatte ich ja schon erwähnt, funktioniert bis auf den letzten 1 km auf 0, ganz gut. Probiere parallel auch so ein bisschen die Navigation aus, was die so kann. Und es ist jetzt eine leichte Kurve, man sieht es glaube ich nicht so wirklich, aber er hält eigentlich ganz gut in der Mitte und hat jetzt zum Beispiel mit dem Blinker den Lenkassistent geöffnet und dann nur noch auf den ACC umgeschaltet und mir das auch im Display angezeigt. Jetzt ist der Lenkassistent wieder mit aktiv, greift auch direkt mit ein und hält ganz gut mittig, würde ich das Ganze jetzt mal nennen, bezeichnen. Interessant wäre natürlich, kann er rechts überholen, tut er es oder tut er es nicht? Ich glaube, es sieht so aus, als ob er es nicht tun würde. Ich finde, gerade diese Assistenzstufe kann sich sehen lassen. Das Einzige, was mich dann so ein bisschen stört, ist, wenn ich den Lenkassistent jetzt gleich ausschalte und nur den normalen ACC mit diesem passiven Lenkassistent habe. Das ist so, wie man es von den chinesischen Autos kennt. Ein bisschen, okay, das könnte man vielleicht auch noch. Also wenn wieder einer schneidet hier. Aber da war jetzt auch schon sehr aggressiv. Jetzt kommt eine neue Geschwindigkeitsvorgabe. Sagt dann nichts zu. Ich mache jetzt mal den ganz normalen ACC an. Dann hat man nämlich auch eine andere Anzeige, das heißt nicht mehr das Lenkrad, sondern die grünen Striche. Und die sind immer mal wieder passiv, so ein bisschen aktiv. Dann macht er aber das Lenkrad auch zu. Also lässt mich jetzt auch nicht kreuz und quer hier rüber. Und das piepst dann halt. Aber ich finde, das ist nicht so aggressiv, wie es bei anderen gerne mal der Fall ist. Vielleicht interessant, die Beschleunigung jetzt hier in Komfort mit dem ACC ist, wie der Name schon sagt, komfortabel. Also da wird niemand plötzlich so an die Kopfstütze gerammt. Das ist so, wie es sein sollte. Ansonsten können wir noch die Nachtsicht anmachen. Bringt im Moment jetzt aber relativ wenig. Und was ich ganz interessant fand, hier habe ich einen Knopf. Da
Da können wir ein Bild machen. Kein Selfie-Bild, sondern ein Bild nach vorne. Und das war's dann auch schon mit dem Voya Free. Abschließend geht das Wort wie immer an euch. Was haltet ihr von dem Fahrzeug? Denkt ihr, das kann mithalten mit der erklärten Konkurrenz von Mercedes, BMW und Audi? Oder sagt ihr, ihm fehlt hier und da etwas? Und auch nochmal Entschuldigung für dieses etwas hektische, etwas gekapste vielleicht. Aber München hat im Moment einfach mehr oder weniger die Schranke runtergemacht. Und vielleicht wird es dann irgendwann übernächste Woche wieder besser. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal.